Mein Name ist Sascha Hermus, ich arbeite im 3N-Kompetenzzentrum. Wir sitzen in einer Veredelungsregion in Werlte im Emsland. Wir haben noch zwei weitere Standorte in Niedersachsen. Und ich darf Ihnen heute einen, wenn auch sehr kleinen, aber Einblick geben in das, was das 3N-Kompetenzzentrum macht. Denn im Endeffekt ist das, was angesprochen wurde, nämlich Nährstoffflüsse, Kreislaufwirtschaft, Bioökonomie im weitesten Sinne genau das, was 3N macht und eigentlich auch lebt. Und insofern, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, heute etwas aus unserer Arbeit vorstellen zu dürfen. Ah ja, okay, super, es funktioniert. 3N ist getrieben von seinen Mitgliedern und von seinen Gründungsmitgliedern. Insgesamt sind das gerade 41 an der Zahl, die sich vornehmlich aus dem landwirtschaftlichen Kontext heraus generieren. Wir beschäftigen uns, wie Sie sehen, zum Beispiel über die Firmen Stallkamp, Regenes, Biogas Service Tarmstedt und viele weitere mit der Thematik Gärreste, Gülle, Nährstoffe im weitesten Sinne aus Organik. Wir haben sehr große Firmen mit an Bord, die Nordzucker, Emsland Group und viele weitere. Ich kann jetzt nicht alle nennen, aber im Endeffekt geben die vor, wo wir uns auch in der Zukunft umtreiben werden. Und das ist definitiv der Bereich Bioökonomie, denn alle diese Firmenmitglieder, wie wir sie haben, sind daran interessiert. Auch das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Herr Teufsen hat es vorhin auch gesagt, sind natürlich daran interessiert, dass wir in dem Bereich Bioökonomie im ruralen Bereich nach vorne gucken und entsprechend Projekte machen. Wofür setzen wir uns ein? Das sind im Endeffekt die vier großen Punkte: Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Innovation und Kommunikation. Wir wissen zum Beispiel, dass die Kommunikation sehr relevant ist, wenn wir darüber nachdenken, dass Wissenschaft und Praxis zueinander finden. Das ist ganz oft ein, ja, es ist ein Hindernis, wenn beide Bereiche für sich bleiben. Und darum haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, mit unserem großen Netzwerk quasi dort übergreifend auch zu verbinden und dann Dinge zu ermöglichen, die wahrscheinlich sonst nicht möglich wären. Ich sehe meine Folien etwas verzögert. Sehen Sie jetzt schon die neue Folie? Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Beispiele geben, aus unseren Projekten, die wir machen. Das ist zum Beispiel das Projekt Bioökonomie im Non-Food-Sektor. Wir haben es 2015 gestartet und bis 2018 lief die erste Periode mit 54 teilnehmenden Betrieben und wissenschaftlichen Einrichtungen und wurde dann nochmals aufgelegt von 2018 bis 2021. Und die Fragen sind so divers, dass wir mit Sicherheit dieses Projekt auch noch weiterführen werden. Es geht im Endeffekt, das sehen wir hier unten, es geht um den 3D-Druck, um Biopolymere, um Verbundstoffe, Biocompounds im weitesten Sinne, nachwachsende Rohstoffe, nachhaltiges Bauen und Inhaltsstoffe. Hier sehen Sie ein targetes Feld, wo wir zusammen mit niederländischen Kollegen Extrakte gewinnen. Umsetzungsbeispiele sind zum Beispiel Biosubstrate für den Gartenbau, biologische Saatgutbeschichtung, bioabbaubare Garne. Da sind wir direkt im Gartenbau, landwirtschaftlichen Kontext. Aber was Sie oben sehen, Biopolymer-Schutzmasken beziehungsweise diese Face Shields, die ja jetzt auch benötigt werden, die können wir vor Ort. Wir haben mittlerweile mehrere 3D-Drucker, die wir bedienen. Wir können selber kompoundieren vor Ort, arbeiten mit natürlichen Fasern und Biopolymeren und stellen eben solche Face Shields auch mittlerweile bei uns her. Das heißt, es ist auch ein relevanter Kontext und da haben wir diese ganzen Überschneidungen. Und zum Beispiel ein biobasierter Radweg wurde dann auch aus diesen Biocompounds gebaut. Das heißt, die Anwendungen sind mannigfaltig. Bei uns in Werlte ganz direkt entsteht gerade eine Tiny House Siedlung. Sie sehen so einen Rohbau hier links unten zusammen mit Holzbau Jansen, eine Firma, die vor Ort sitzt. Und die Dämmung erfolgt zum Beispiel über, was Sie hier rechts sehen, Typha.
und Paludi, wahlweise auch mit noch Holzwolle versetzt und weiteren Stoffen. Das heißt, wir kümmern uns auch im Hausbau und in der Dämmung darum, dass wir im Endeffekt auf natürliche Ressourcen zurückgreifen und andere Stoffe ersetzen. Das ist immer ein wichtiger Punkt für uns, dass wir quasi das, was aus fossilen, aus dem fossilen Bereich kommt, dann auch ersetzen durch nachhaltig angebaute Rohstoffe oder eventuell sogar Reststoffe. Und Typha Paludi habe ich gerade angesprochen, ein Projekt, was wir haben, Produktketten aus Niedermoor-Biomasse. Sie sehen es hier an drei Stellen in Niedersachsen, ist es angesiedelt. Und auf diesen Mooren, Herr Teufsen hat es vorhin auch gesagt, im Endeffekt haben wir dort starke Emissionen auch aus diesen Bereichen. Und das sind wieder vernässte Standorte, wo wir aber dennoch Produkte daraus gewinnen wollen. Denn nur wieder vernässen ist eine gute Sache, aber dann dort auch wirtschaften und zwar nachhaltig und in die Zukunft schauend ist noch, ja, ist das i-Tüpfelchen. Es geht also darum, Produktketten zu entwickeln, Technik und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen, Pilot Sites einzurichten und dann auch wieder in die öffentliche Wahrnehmung zu kommen darüber, Treibhausgasemissionen zurückzuschrauben und die Ökosystemleistungen, die diese Flächen eigentlich auch bringen, dann zu verbessern. Denn dort wird enorm viel CO2 gespeichert. Also wurde eine Kompetenzstelle Paludikultur in Niedersachsen eingerichtet. Projektträger ist das NLWKN. Die Stelle ist bei 3N in Werlte angesiedelt. Und bis 2022 beschäftigen wir uns also mit dem in Person Dr. Kolja Bayer, der bei uns sitzt, mit dem Thema Niedermoor. Und da darf ich Sie auch gleich auf eine Veranstaltung noch hinweisen, denn ich habe es angesprochen, dass wir ein großes Netzwerk haben. Dieses Netzwerk lebt vom Mitmachen. Wir machen also sehr viele Workshops. Wir arbeiten stark im Communication Dissemination Bereich. Und wir haben am 10.09.2020, das ist eine Online-Veranstaltung, ein Fachsymposium zu Produkten aus Niedermoor-Biomasse. Nehmen Sie gerne dran teil, paludikultur-niedersachsen.de, da finden Sie alle weiteren Infos. Wenn wir weiter gucken, dann geht es uns auch viel um Entwickeln und Testen. Und zwar nicht unbedingt im Laborbereich, das ist sehr wichtig, F&E zu machen, aber im Endeffekt geht es auch darum, in der Praxis, so wie Sie es hier sehen auch, Leute zusammenzubringen, das erfahrbar zu machen, was passiert eigentlich in der Landwirtschaft, denn dort findet die größte Transformation überhaupt statt und hier geht es zum Beispiel in einem Projekt zum Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen. Jetzt sind einige sicherlich aus dem Auditorium auch dabei und sagen, naja, das ist ja jetzt nicht weiter schwierig erstmal. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Hürden es da zu nehmen gilt, mit wie vielen Institutionen man reden muss, bevor dort etwas umgesetzt werden kann und zwar nachhaltig umgesetzt werden kann. Und dann brauchen Sie noch die entsprechenden Betriebe und wir sind sehr froh, dass wir im Landkreis Rothenburg-Wümme über 20 Biogasanlagen gefunden haben, die diesen Weg mitgehen und mit denen wir quasi diese Veränderung, nämlich meist zu ersetzen durch Wirtschaftsdünger, regionale Konzepte entwickeln dürfen. Was wir vorher gemacht haben in dem Projekt Grüne Kaskade ist, dass wir Separationen haben fahren lassen mit sehr großen Maschinen. Da werde ich auch gleich noch kurz was zu sagen und daraus Produkte generieren. Ein weiteres Projekt, was abgeschlossen ist, sehr erfolgreich war in der Euregio, ist Mest ob Maat, Dünger nach Maß. Denn auch das wurde angesprochen. Nährstoffflüsse aus Organik sind extrem relevant, gerade auch für unsere Region, für viehhaltenderen Regionen, Vechta, Kloppenburg, das Emsland, nach Bad Bentheim, wenn wir in den Süden schauen, sind Hotspot-Regionen und wir haben auf der anderen Seite von Niedersachsen aber den Bedarf an Düngern. Und jetzt müssen wir das in Einklang bringen und das ist im Endeffekt zum Beispiel auch auf Demo-Tagen haben wir es zeigen können, über großmaschinellen Einsatz möglich. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist aber nur der erste Step im Endeffekt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben separiert. Das wird dem Großteil der im Auditorium bekannt sein.
Pressschnecken, Zentrifugen einzusetzen. Da gibt es verschiedene minimale Abweichungen, aber wir haben in verschiedenen Substraten auf der linken Seite aufgetragen, Rindergülle, Saugülle, Gärrest, Mastschweinegülle mit verschiedenen Techniken gearbeitet und haben uns unterschiedliche Parameter angeguckt. Dieser erste Step war sehr erfolgreich. Was wir sehen ist, dass die Varianz doch relativ hoch ist, was die einzelnen Maschinen in den einzelnen Substraten können. Und das ist nur ein Ausschnitt von dem, was am Markt verfügbar ist. Denn was wir herausgefunden haben ist, also ein wichtiger Punkt ist, die Zentrifuge zum Beispiel hat hohe Nährstoffabscheidegrade in den Feststoff. Das heißt, damit kriegen wir Magnesium raus, Calcium, Phosphor und können relativ hohe Trockensubstanzgehalte erzielen. Das war jetzt nicht unbedingt unglaublich überraschend, aber wir sehen, und das kommt jetzt auf den nächsten Folien zum Tragen, in der Saugülle ist das Bild ähnlich, beim Gärrest ist es völlig verschieden. Und das ist nämlich ganz interessant zu sehen. Dort finden sich die Pressschneckensysteme wieder. Die laufen ganz oft 24/7 an den Biogasanlagen und separieren den Feststoff aus. Hat verschiedene Gründe, aber es geht im Endeffekt auch immer darum, dass wir Nährstoffe aus dem Substrat herausholen. Und da werden wir auch demnächst ein Projekt haben, wo es darum geht, nicht nur zu separieren, sondern weiter aufzubereiten. Wir reden über Calciumphosphat, Magnesiumammoniumphosphat, wir reden über die Produktion von Ammoniumsulfatlösung, trocknen, pelletieren und wirklich dann weitere Dünger aus Gärresten herzustellen, sogar mit dem Verwendungszweck. Wir werden verschiedene Kulturen angucken, werden die düngen und werden dann hoffentlich nach 3 Jahren verlässliche Zahlen haben, wie kann Gärrest gut eingesetzt werden, um eben auch aufnehmenden Regionen, den Ackerbauregionen, ich sag mal, etwas an die Hand geben zu können und zu sagen, ihr könnt das ruhig nehmen. Und zwar zu den und den Zeitpunkten ausgebracht, denn das ist ganz wichtig, dass die Produkte, die zum Beispiel aus Biogasanlagen kommen, zuverlässig sind und so wirken, wie der Aufnehmer sich das vorstellt. Das haben wir rausgefunden, da gibt es eine Diskrepanz einfach. Ja. Rindergülle, das überspringe ich gerade mal. Womit beschäftigt sich 3N noch? Wir haben angefangen in dem Projekt Grüne Kaskade, haben wir angefangen, uns mit Algen zu beschäftigen und betrieben durch 3N und die CAU Kiel, dem Botanischen Institut, haben wir diesen mobilen Algenreaktor. Wir waren damit bisher an unterschiedlichen Orten, zum Beispiel in Fischzuchtbetrieben. Herr Röckström hat es gesagt, ne, es ist auch die Fischwirtschaft immer im Auge zu behalten, denn das wird auch zunehmend interessant und zunehmend auch notwendig, dass wir dort mehr produzieren. Allerdings sind die Zahlen nicht gerade hoffnungsfroh zurzeit, wie sich die Aquakultur entwickelt. Also auch dort müssen wir nachhaltige Systeme zur Nährstofffixierung zum Beispiel über Algen implementieren. Das haben wir uns mit diesem Reaktor auf die Fahne geschrieben. Hier sehen wir den Reaktor nochmal. Es ist circa 1 Kubikmeter Volumen haben wir da drin. Und da geht es darum, über Sensorik auch festzustellen, wie sind Nährstoffabnahmen, wie ist das Algenwachstum, in diesem Fall ist es Scenedesmus. Hier hätte ich Ihnen gerne gezeigt, das Video ist leider nicht abspielbar über das System hier, aber wie diese Algenflocken einfach auf den Boden fallen. Denn der Großteil von uns wird Algen kennen. Allerdings schweben die sehr lange einfach im Wasser und sie kriegen die relativ schlecht raus. Und diese Algenflocken fallen auf den Boden, das heißt, die Ernte ist relativ einfach. Um solche Systeme geht es, sowas dann nachher zu implementieren, vor Ort zu fahren und sich dann anzugucken, was für Wertstoffe haben wir denn. Und wir haben diese Algenbiomasse auch in dem Projekt Grüne Kaskade mal analysiert, charakterisiert. Was wir haben, sind relativ geringe Gehalte an Omega-3-Fettsäuren, aber wir haben große Anteile an Fettsäuren, die für die Kosmetik interessant sind. Und deshalb arbeiten wir zum Beispiel auch hier in Kiel mit einer Firma Ocean Basis zusammen, die im Endeffekt Algen nehmen und daraus Kosmetik herstellen. Denn das ist auch ein wichtiger Punkt, wo Bioökonomie stattfindet, nämlich aus der Natur quasi etwas herzustellen, was sehr hochwertig ist.
Wir haben dann noch weitere Arbeitsfragen, aber im Endeffekt sind das hier schon mal sehr vielversprechende Ansätze, die wir auch in Zukunft weiter verfolgen. Um das auch einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und auch immer wieder vor Ort erfahrbar zu machen, haben wir den Niedersächsischen Eigenstammtisch gegründet. Der 9. war jetzt zum Beispiel an einer Biogasanlage. Dort stand ein Eigenreaktor in Bad Fallingbostel, wo auch unser 3N-Büro ist, ein zweites von uns. Und das war sehr erfolgreich. Dort haben 60 Leute sich getroffen und wie der Name sagt, Stammtisch. Man sitzt abends, nachdem man sich etwas in der Praxis angeguckt hat, auch zusammen bei einem guten Essen und ein, zwei Bier. Und was wir festgestellt haben, ist, dass das gut funktioniert. Also, dass dort Ideen entwickelt werden, sich daraus Projekte und Zusammenarbeiten ergeben. Und im Endeffekt ist das ein schönes Konzept. Melden Sie sich gerne für den Newsletter auf unserer Internetseite an und seien Sie dabei, gestalten Sie mit und reden Sie darüber auch. Eine weitere Thematik aus dem Bereich Biogas, wo wir uns ziemlich viel umtreiben, ist LNG Pilots, Liquefied Natural Gas. Biogas kann man verstromen vor Ort und kann dann noch Wärme erzeugen. Das ist im EEG gefördert und viele Biogasanlagen laufen jetzt aber aus dem EEG aus. Und die Ausschreibungen sind mittelmäßig attraktiv für viele Biogasanlagen. Also muss man nach neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten suchen. Und das sehen wir zum Beispiel in der Produktion von Kraftstoff an Biogasanlagen. Die Projektlaufzeit war bis 2019. Das Anschlussprojekt wird kommen. Und dort werden wir uns damit beschäftigen, wie kriegen wir quasi LNG verbreitet im ländlichen Raum in den Kraftstoffsektor. Das sind hochinteressante Fragen, vor Ort produzierter Kraftstoff. Und wir reden mit Fahrzeugherstellern, Tankstellenherstellern im Endeffekt. Es geht um Tanksysteme, die klug sind. Also was muss entwickelt werden? Und auch das machen wir mit den niederländischen Kollegen. Seien Sie da gerne mit dabei. Am 1.9. haben wir einen fachlichen Austausch zu Biogas als Kraftstoff. Das wird in Werlte stattfinden, aber auch online können Sie dabei sein. Schauen Sie sich auch das auf unserer Internetseite an. Und damit komme ich auch schon zum Fazit. Auch wenn ich nicht über Insekten geredet habe, was sicherlich sehr spannend ist, aber da werden wir erst in Zukunft, in sehr naher Zukunft dran arbeiten können. Darum habe ich dazu noch keine Folien drin. Anhand der Beispiele, glaube ich, wird deutlich, dass best- und nachhaltig erzeugte Rohstoffe ein großes Potenzial besitzen. Einiges ist in der Erprobung, aber vieles ist als Produkt am Markt erhältlich. Und das sehen wir auch immer wieder, wenn wir Informationsveranstaltungen machen, dass eingeladene Firmen im Endeffekt wirklich funktionierende Produkte mitbringen. Rurale Bioökonomie bietet in den Bereichen grüne Chemie, Baustoffe, Inhaltsstoffe und vieles mehr, viele Lösungsansätze. Und aktuell ist die Marktentwicklung extrem stark. Und das kriegen wir auch mit. Der Zulauf ist, und das sehen wir auch an dieser Veranstaltung heute, der Zulauf ist extrem und es interessieren sich immer mehr Stakeholder dafür, was passiert eigentlich in der ländlichen Bioökonomie. Damit darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich bin da relativ durchgerauscht. Ich hoffe, ich habe die Zeit eingehalten und freue mich auf eine Fragerunde.